Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, das ist der erste Teil unseres Making-ofs zum CSGO-Movie. Und ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und Farbe zur Hand genommen, ja. Und habe meine Soft-ARK bemalt. Ist jetzt im Jaguar-Style. Ich finde, sie ist echt gut geworden. Hab's probiert, wie im Spiel detailgetreu zu übernehmen. Da kommt jetzt noch demnächst eine neue Schicht Schwarz über den Jaguar drauf. Und ja, ich finde es gelungen. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen. Die AK an sich ist jetzt keine tolle Software, aber ich finde, ich habe sie dadurch ein bisschen aufgewertet. Dann als nächste Waffe habe ich schon von der P250 gesprochen. Die habe ich auch angemalt. Es ist keine richtige P250, es ist eine Walther P99. Aber ich finde, die sieht der P250 im Spiel schon sehr ähnlich. Die habe ich als Muertos gemalt, die in den neuen Chroma-Kisten drin war, dieser Skin. Und ich finde, der ist mir auch ganz gut gelungen. Einfach rot grundiert und dann mit einem dünnen Fineliner die schwarzen Linien nachgemalt und auch den Totenkopf. Alle sind frei Hand gemalt, alle zwei Waffen habe ich von Hand frei gemalt. Nichts kopiert oder irgendwie ausgeschnitten mit Folien, sondern einfach geguckt am PC und geschnitten. Ja, dann habe ich mir noch die Mühe gemacht, eine Bombe zu basteln. Die seht ihr dann hier. Und zu einer Bombe, da braucht man natürlich auch für die zu verteidigen, braucht man natürlich Flashbangs und Granaten. Flashbang habe ich schon gebaut, die Granate, die wird noch demnächst kommen. Genauso wie meine Ausrüstung als Terrorist, da werde ich nämlich eine beige Schutzweste haben, ein blaues Hemd, Handschuhe und so ein Gürtel, den ich mir umschneiden kann. Ja, das war jetzt eigentlich soweit. Ich wollte euch einfach nur mal kurz zeigen, dass wir im Moment an der Arbeit dran sind. Deswegen kommen weniger Videos insgesamt. Und ihr könnt schon mal gespannt sein. Vielleicht kommt auch noch ein zweiter Making-of-Teil. Und der wird dann sich ganz allgemein um die Technik kümmern, mit welchem Equipment wir aufnehmen. Und ja, lasst einen Daumen oben da. Und demnächst kommen mal wieder mehr Videos von mir, wenn ich die Zeit dazu finde. Dankeschön. Ciao.